Willkommen zurück bei Control. Ich bin, irgendwer hat mich gerufen, ich weiß noch nicht wer oder wie oder was oder wo oder warum. Überall dieses Geflüster. During an AWE investigation, our agents discovered a light switch cord in a Butte bungalow closet. They pulled the cord and were instantly transported to the Ocean View Motel and Casino. Dreamlike haze! Inside, they found a door marked with an inverted black pyramid. And just like that, it led back to the oldest house, some 2,000 miles from Montana. Now we're finding the cord in increasing numbers throughout the Bureau. Somehow the two places, they became in tune to each other. The actual physical location of the Ocean View is a mystery. Stepping beyond its walls has so far proven impossible. A place of power, like the oldest house. Okay. Das haben wir schon festgestellt. Gucken wir uns die andere Seite an. Lucky me. Ich meine, ich bin. Moment mal, ich bin ja sogar hier. Ja, jetzt sind die persönlichen Modifikationen auch noch voll. Natürlich. Okay. Was haben wir denn hier? Flucht, Energiekosten. Zerlegen. Lebensregeneration auf einem Metall. Kann weg. Kann weg. Leben plus 19%. Leben plus 18%, was? So. Energiegeneration, Geschwindigkeit. Schleudern, Energiekosten minus 10, 12, 14. Was haben wir noch hier? Energieradar Geschwindigkeit kann weg. Was ist das hier? Schleudern Energiekosten. Haben wir immer noch mehr hier. Was bist du? Schildenergiekosten. 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 So. Haben wir alles? So, jetzt mal ganz kurz gucken. Weil wir haben hier, was haben wir hier? Leben plus 25%. Haben wir da was Besseres mittlerweile? Glaube ich nicht. Was haben wir hier? Lebensregeneration bei der Mentalaufnahme. Haben wir da? Ja, hallo. Ja, da haben wir was wesentlich Besseres. So, dann können wir das nämlich mal eben. Tschüss. Dankeschön. So, und jetzt müssen wir aber irgendwie. Sprich mit Erish, aber wo? Bist du Erish? Bist du Erish? Ich behaupte, Erish ist da oben. Er hat ja auch gesagt, hier oben. Ja, hier oben. Dafür. Glad to see you're still you. Medic, what's the damage? They've each taken a few hits. We need to get them to a surgical station ASAP. ASAP, as soon as possible. Sind
dir die jüngsten Spannungen zwischen Trench und Darling aufgefallen? Sie verhalten sich in letzter Zeit seltsam. Trench bereitet mir am meisten Sorgen. Seine plötzliche Feindseligkeit gegenüber Darlings Projekt sieht ihm gar nicht ähnlich. Er war es doch, der zuerst die ganze Hedron-Forschung genehmigte. Aber nachdem Darling die HRV enthüllte, schäumte er vor Wut. Ich persönlich sehe keinen Grund, die Mitarbeiter der Behörde nicht mit weiteren Schutzgeräten auszustatten. Insbesondere, wenn sie so stark sind, wie Darling behauptet. Wie erklärst du dir das? But we are barely holding on here, boss. How's the situation outside maintenance? What do I tell him? The truth is harsh, but these people seem familiar with death. The Hiss are everywhere. Most of the Bureau is lost. We need Blackrock Prism to make more HRAs for any survivors in the safe rooms. I'm here to check Darling's Blackrock lab. So to recap, death, disaster, and imminent destruction. Another day at the FBC. But Darling's lab is just past Blackrock processing. I got good news and I got bad news on that front. Good news is, it's right down the hall. Bad news is, a Hiss monster has decided to move in, so that's great. Monster. That's what the Rangers said. The ones that survived, anyway. But we are just treading water here, and the Hiss keep coming. Salvador would know what to do, but apparently he took a security team into the containment sector just before the lockdown happened, and, well, no one's seen him since. But hey, at least we got you, our fearless leader. They shouldn't rely on me. They don't know me. They don't know how I've failed people. You've done a good job here, Arish, but you should take your people and get to the base and executive. You can regroup there. I'll go deal with this monster. I'm getting kind of used to them. Aye, aye, Faden. And be sure to put a bullet in that thing for me. Aye, aye. Right down the hole. Nope. Da komme ich rein. Hier ging auch noch über Leichen. Und mehr Leichen. Arish wasn't kidding about that monster. Wir scheinen unseren nächsten Boss zu begegnen. Die Frage ist, will ich dem wirklich so begegnen? Stufe 5, ich habe 4 erst, ne? Ja, ich habe erst 4. You showed me the HRA when I first got here and the machine that makes them. Can you help me find a prism? Alright. Let's see what we got here. Na komm, Monsterchen. Shit. What the fuck? Fast unsichtbar. Ist gerade nach rechts abgehauen. Tut über rechts. Oh, ich bin quasi tot. Oh, nice. Okay, das Vieh macht Schaden. Okay, es kann noch mehr. Ich weiß nicht, woran ich gerade gestorben bin. Also war er weit vor mir. Ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwas auf mich geworfen hat. Einfach nur irgendwie ein Psy-Schlag. Keine Ahnung. Not a clue. Ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Okay. Okay. Okay.
Rüstungskosten pro Schuss. Der Seite. Okay. Okay. Arish wasn't kidding about that monster. You showed me the HRA when I first got here, and the machine that makes them. Can you help me find a prism? What the fuck? Schatz, ich hab mir aus den Augen verloren. Oh, close. Er ist irgendwo da. Gerade nach links abgehauen. Ja, ich sehe ihn überall. Alright. Let's hurry up and find Darling's lab. Monster. Monster down. Schwarzstein. Seit seiner Entdeckung hat der Schwarzstein es den Behörden erlaubt, in Sachen Isolations- und Verwahrungspraktiken große Schritte nach vorne zu machen. Dieser Bericht untersucht seine Struktur und die Dichte von aufweist und im Bereich von bis Herz jegliche Resonanz neutralisiert. Es werden Innovationen der Behörde und den Schwarzstein analysiert. Es ist Ziel des Berichts, Mitarbeiter der Behörde zu ermutigen, weitere Innovationen zu erforschen. Okay. Aha. Witzig, man guckt aus dem Fenster und dann schwebt da halt irgendwie so ein Typ. You heard that too, right? Was? Black Rock comes from a threshold, the quarry. So, the prisms must be there too. Schuhe 5, haben wir nicht. Involves many dangerous things we absolutely need to keep in check. Haben wir nicht. Ey, was soll das? This should get us into the quarry. That's what the Black Rock Line firebreaks are about. The panopticon container cells. Sorry to interrupt, sir, but I need the code for the quarry elevator. Also, habe ich da gerade an. Emily. The codes. Black Rock 665. Neighbor of the Beast. Yeah. 665. Aber. Tja, kein Fernsehen für uns heute. Everything here is crazy. Weird, but it feels
right. Like how the world should be. I am in an infinite building leading to different dimensions and I never want to leave. Ich dachte, du wolltest. Even with all the horror, I'm happy. It feels sane. Just the right kind of insane. Wolltest du dich stillen finden? Das ist mittlerweile eher eine Nebensache geworden. Ja, ja, Personalschutz für den Arsch. Ihr könnt mich mal. Nein, ich gehe jetzt nicht immer wieder einfach in irgendeinen Bereich, um da mein Personal zu schützen. Ich bin der Direktor, mir ist das Personal egal, ob ich krieg genug Gehalt. Und denn vielleicht. Was ist hier? Komm ich da rein? Oh. Den Aufzug hier kenne ich. Ja, wir waren hier schon. Das hier, ich erinnere mich an den Aufzug. Genau, da kommen wir nämlich, kamen wir nicht weiter. Und jetzt kommen wir weiter. Und hier haben wir einen wunderschönen Kontrollpunkt. Töte den Erwartungssektor. Darkness, my old friend. Oh, jetzt haben die auch schon Sniper. Ha! Ha! Ja, witzig. Alright. Noch mehr Berichte. Nehmen wir alles, was wir kriegen können. Zusammenfassung. Der NSC wurde im Auftrag der Chefredakteurin der Lighthouse Trench entwickelt. Kurz bevor er Direktor wurde. Der Behälter bietet eine sichere Methode, überschüssige Energie von Hörnern zu gewinnen, während es eine humane Methode ist, ihn zu unterzubringen. Die Kühlmittelpumpen verhindern, dass der Behälter überhitzt, während der Energie abgesaugt wird. Sarkophagus Container aus. Mhm. Hallöchen. Gib's mir. Dankeschön. Von da komme ich, von hier gehe ich. Richtig. Ich bin jetzt hier oben. Na hallo? Kann ich auch da lang? Ich tue jetzt etwas, was ich vielleicht nicht tun sollte. Shit.
Schade. Schade, schade, schade. Ich hatte gehofft, ich komme hier zu meiner einen Quest. Ich wäre. Jetzt natürlich die Frage, komme ich wieder hoch oder nicht? Ich wage das fast schon zu bezweifeln, dass ich jetzt wieder hochkomme. Ich fürchte, ich habe ein bisschen verkackt. Never mind, das Spiel meint es gut mit mir. Danke sehr. Noch mehr? Noch mehr? Hier, da, irgendwo, da. Wunderbar. Cool, hier gibt es auch noch was Schönes. Jetzt muss ich noch da hoch. So, war ich jetzt hier? Nein, ich muss in die Richtung. Genau, okay. Okay, was war das? Das war nur was zum Werfen. Hui! Okay. Schauen wir mal. Da können wir weiter. Okay. Da haben wir noch einen Bericht am Boden liegen. Mehr ist hier auch nicht. Eine Fallakte. Der Oszillator. Das Phänomen Todesventilator ist in der Region in aller Münde seit Auslands. Ermittlungsbeamter im Gespräch mit einem örtlichen Journalisten erklärte, dass elektrische Ventilatoren mit Geschwindigkeiten funktionieren, die aufgrund übermäßiger Luftverwirbelung zur Erstungstod führen können. Was? Da unsere Behörden noch in den Kinderschuhen steckt, müssen wir Fehltritte vermeiden. Jegliche Information für die Öffentlichkeit muss eine logische, aber vage Erklärung bieten, die der Wahrnehmung unserer Welt erst stabil und kontrolliertem Nachdruck verleiht. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Vor allem in einer zunehmend technologisierten Welt ist der dank Radio und weiteren Informationen mit ungeahnter Geschwindigkeit verbreitet werden können. Aus diesem Grund beharren wir darauf, dass unsere Abteilung jegliche Kommunikation übernimmt. Okay. Also die haben einen Leute umbringen Ventilator. Ventilator. So. Und was haben wir hier? Erstmal wieder ein Bunker. Tja. Ist ja mehr oder weniger nichts zu haben. Rufen wir doch mal einen Aufzug. Elevator ist broken. Gotta get down the old-fashioned way. Sollen wir noch einen Motor runterspringen? Ist da drüben was? Nope. Alter. Fast schon knapp. Ich bin nahe dran, mich einfach zu töten. Wobei nicht durch schlechte Sprünge, dann durch die Gegner, weil ich sie nicht schnell genug getötet bekomme.
kuscht euch. Huchala. Was ist das denn jetzt schon wieder passiert? So, gib mir meinen Kontrollpunkt. Dankeschön. Mach alles wieder schick. So, dass ich hier mich wieder anständig bewegen kann. Wäre sehr nett. Dann gib mir bitte meine Belohnung. Naja, mehr oder weniger. Und dann machen wir einen Cut. Servus zum nächsten Part. Fischer für Videos. Euer Hedi.